Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Tenants. Warum ich einschalte? Renovierungsjob 5 von 5 ist gleich erledigt. Hammer. Und wir sind dann so bei knappen 110.000 Dollar? Ja, Dollar. Ganz kurz nochmal gucken. Nicht, dass ich was Falsches erzähle. Ja, ging sehr schnell. Also bei den Renovierungen waren es nicht nur Runderneuerungen, sondern da, ja, in dem Fall waren es eigentlich fast nur irgendwelche Einzelräume. Oder in, ja, dem Fall hier war es nur der Garten. Man sieht's vielleicht. Sieht spärlich aus. Naja, ne? What soll it? So. Bin gespannt. Alter. Wie es jetzt missionstechnisch weitergeht. So, nein zum Metzger. Wow. Sehr gut. So, Errungenschaft, Gardener. Und ein paar neue Gegenstände. Das kennen wir doch alles schon. Achso, für den Florist wahrscheinlich. Also für den... für das Geschäft Florist. So. Meine Jobs. Achso, ja, logisch. So, was haben wir bekommen? Einmal 4 Sterne. Naja. Okay, sage ich mal. Okay, unterschreibe einen Mietvertrag mit einer Miethöhe mehr als 10, höher als 10.000 Dollar. Da werden wir wohl etwas brauchen. Alter, 400. Sehr schön. 471.000. Ist aber auch ein gesamtes Haus mit 304. Oh, Alter, 402. 500.000. 176, selbst das kann ich mir nicht mal ansatzweise leisten. Ja, das ist das gleiche, was wir gerade schon mal gesehen hatten, oder? Ja. Ja, das wird hier schwierig. Also klar, wir könnten jetzt wieder zurück in die Slums gehen. Slums. Und uns da nochmal Sachen kaufen, aber mit 111.000 kann man auch nicht viel anfangen, ne? Hier, sowas muss ich halt machen. Runderneuerung. Das sind die Jobs, die am meisten Knete bringen. Da ist zwar auch, okay, wollte gerade sagen, am meisten zu tun, aber das ist gelogen. Also in dem Fall ist es zumindest gelogen. Und für 10.000 kann man es mal wirklich entspannt machen. Wenn wir da noch einen guten Bonus kriegen, dann umso besser. So, den Kicker haben wir, ne? Oh. Den Kicker haben wir, können wir also stehen lassen. Den Flipper würde ich gerne mitnehmen. Wenn unser Onkel den entspannt reparieren kann, da ist nichts. Und, okay, 76% sollte passen. Sehr schön. Ich klaue ihn. So, ich weiß immer noch nicht, wie viel wir hier ins Lager stecken können. Aber es ist nicht wenig. So, Garten und gewöhnlicher Raum. Ach du Scheiße, okay. Können wir den doch noch einlagern? Wir können ihn verkaufen. Also, das wird ein Waschsalon. Dann bauen wir erstmal ein paar Washing Machines. Müssen wir denn setzen? 5 Stück. So, ein Wäschekorb. Wäscheständer. Können wir mal 2 setzen. Achso, klar. Fußböden und sowas muss ich natürlich auch setzen. Flieze. Und Wandgrün. Also diese Wandfarben sind auch immer grell. Gut, Sofen sollen wir bauen. 2 Stück. Achso, ich habe übrigens mal die Tasten endlich umgelegt. Also ich habe es nicht getötet, aber... Zumindest mal woanders hingepackt. So, Schrank. Was ist das da? Und ein paar Bücher rum drauf.
Können wir mal ein Motivationsposter hinhängen. Dream Big, immer gut für eine Wäscherei. Gut. Uhr- und Wanddekoration müssen wir noch machen. Das ist eine Wanduhr, ne? Genau, das ist nämlich keine Uhr. Das muss man tatsächlich beachten. Das ist eine Uhr. Ja, und Wanddekoration können wir einen Kalender hier hinhängen. Müsste eigentlich als Wanddeko zählen, genau. Haben wir noch 9000 für den Garten. Gartendeko. Große Pflanzen. Oh Gott, Alter. Nicht gerade wenig. Okay, das ist... Warum sind die so schief? Und noch ein bisschen Gartendeko. Ganz ehrlich, da mache ich mir jetzt wenig Mühe. Die knallen wir einfach nur so dahin. So, Job abschließen. Boah, der Garten sieht grauenvoll aus. Die Wäscherei sieht auch grauenvoll aus. Sind wir mal alle ehrlich. Aber Hauptsache, Mission erfüllt und wir kriegen schön Gnädi. So, Gemeindebibliothek aufbauen, alles klar. Dann müssen wir erstmal reinigen. So, der Onkel darf wieder mit seinem Wischmob umherlaufen. Und dann machen wir hier eine Bücherei. Eine Bücherei. Zählt das auch als Garten? Ich werde es mal testen gleich. Na? Ich war noch mal kurz in der Vorstadt zwischendurch, denn ich musste wieder neue Verträge aushandeln. Das geht leider nicht von hier, sondern man muss dafür tatsächlich vor Ort sein. Und ich habe auch nicht rausgefunden, wie ich unserem Makler das sagen kann, dass der das übernehmen soll. Ja, also wir machen jetzt eine Bilanz von 0. What? Ja, also hier 4,5, 5,000, 4,2. Eine war gut, der andere war, naja, das Beste, was noch übrig war, sagen wir es mal so. Den würde ich gerne auch raushaben, wieder so schnell wie möglich. Ich glaube, sie war okay, aber er zahlt sehr, sehr wenig. So, Bibliothek und Wartezimmer. Gut, müssen wir also wieder räumlich trennen. Oh, ein bisschen bauen. So, Türchen. Dann Wartezimmer. Also, Linoleum. Linoleum. Boah, Alter. Das sind so grelle Farben. Und grau. Ist das grau oder schwarz? Das ist grau. Sieht eher aus wie so eine Außenfassade, ne? Nee, ist grau. Grau in grau. Gut. Möblis. Schreibtische. Geld. 19k. Okay. Yeah. Dann brauchen wir wieder Stühle. Die finden wir hier. Warum gibt es in der Bibliothek ein Wartezimmer? Also gut, ich war in meinem ganzen Leben nicht oft in der Bibliothek. Aber ein Wartezimmer kenne ich tatsächlich nicht. Ich vergesse jedes Mal, wo dieser hier... Kacklampen immer sind. Und ein Sofa noch. Ja. Wie gesagt, ich gebe mir da tatsächlich wenig Mühe. Das werdet da wahrscheinlich alle selber feststellen. Weil ich will einfach nur diese Mission hinter mir haben, um meine eigenen Wohnungen demnächst dann aufzupimpen. So, Hartholz. Muss ich den, ach, den Kackgarten muss ich auch noch machen. So, Wand hätte er gern in... Boah, auch kackbraun. Habe ich jetzt alle? Ja. Jo. Möblis.
Wir brauchen auf jeden Fall wieder etliche Regale. Dann brauchen wir Wandregale. Und dann brauchen wir 1000 Bücher. Mega. Achso, ja, hätte ich natürlich hier durchgehend drücken können. Na, gehst du oben rauf? Why? Warum geht das nicht oben drauf? Das ist ja bad. So, ich glaube, wir müssen aber genug. Nee, oh, wir haben noch nicht ansatzweise genug Bücher. So, sehr gut. Dann nur noch der Garten. So, jetzt testen wir mal. Also, wir bauen mal einen Stuhl. Zählt beides. Alles klar. Wie gesagt, das war mir nicht so ganz bewusst, ob beide quasi als Garten zählen. Zählt's nämlich auch nicht. Nur da, wo man quasi auch anfängt zu bauen. Das ist ja sehr kacke. Das gefällt mir ja gar nicht. Große Pflanze. Und noch ein bisschen Gartendekoration. Ja, Gartendeko sind immer nur diese Dinger hier. Finde ich auch nicht geil. So, Sondersachen, Vase und Wanddeko. Ach ja, kennen wir ja natürlich auch. Hier so ein Traumfänger, ist doch super. Und so eine schöne Vase noch davor gesetzt. Wie gesagt, ich gebe mir keine Mühe. Ich will einfach nur Geld verdienen. Hm, eine Bank. Wie finde ich die? Naja, nicht ganz so. Was kriege ich für den ersten Job, den wir gerade gemacht haben? Boah, 3 Sterne. Ja, man sieht, ich gebe mir wenig Mühe. Also die Summe ist trotzdem dieselbe. Man kriegt halt nur den Bonus bei 5 Sternen. Ach, bei 4 Sternen sogar auch schon. Okay. Ne, hier nicht. Aha. Okay, keine Ahnung, wie sich das berechnet. So, dann machen wir ganz kurz noch nebenbei, während die Dings läuft, die Bewertung. Machen wir hier noch schnell eine Einstellung. 30 bis 43. Oh mein Gott. 49. Warum ist denn jedes Mal dieses Fenster da? Sie würde passen. Ansonsten hat er auch keine, oder der Vermieter, keine Wünsche. Ja, komm, können wir akzeptieren. Ist ja nicht unser Geld. So, Bewertung. 4 Sterne. Naja. Ah. Okay, man sollte vielleicht dann doch auf die teureren Varianten gehen. Damit man bessere Bewertungen bekommt. Gut, wissen wir Bescheid. Erschaffe ein neues Schlafzimmer für 7500. Na, das ist doch schnell gemacht. So, dann können wir jetzt mal darauf achten, dass wir auch teure Sachen verwenden. Linoleum. Wand in... Boah. In ekelhaftem Grün. Möblis. So, er hätte gern ein Doppelbett. Machen wir uns mal wieder ein bisschen mehr Mühe jetzt. Mehr Arbeit. So. So, ein TV. Wie viel Geld habe ich denn? 6000. DVD-Spieler. Eine Kommode. Ist das hier? Ne, das ist ein Schrank. Das ist eine Kommode. Schrank hätte aber auch gerne. Ein Regal. Herr Regal. Schränke. Herr Regal. Auch mit ran. Eine große Pflanze hätte er gerne. Das können wir eben sehr gerne machen.
Ja, kann ich drehen, dann passt es auch hin. So, ein TV und ein DVD-Spieler. Wie viel Geld habe ich noch? 4,8. Dann können wir ihm auch den fetten Fernseher kaufen. And a DVD-Player. Geht er noch mit oben hin? Nee. Setzen wir ihn davor. Können wir nicht benutzen. Kann ich den nicht reinstellen? Das ist doch geil. Ein paar Bücher noch rein. Ah, das passt von der Farbe, finde ich nicht, aber wir haben ja noch ein bisschen Geld übrig. Dann können wir nämlich hier auch nochmal ein bisschen was für die Optik machen. Sehr gut, da passen die Kerzen super hin. Wenn sie angezündet werden, geht nämlich alles in Flammen. Rubiks Würfel, hier noch so ein Schiffchen oben drauf. Kleine Dekoration. So, ihr habt noch einen Teppich. Und dann bin ich zufrieden. Ist sogar, finde ich, halbwegs vernünftig vom Design. Damit kann ich leben. Wird wahrscheinlich trotzdem keine 5-Sterne-Bewertung, aber egal. Sehr gut. Sie war sehr zufrieden mit mir. 133.000. Da kann ich immer noch gar nichts mit anfangen hier, ne? Schöne Kirche. So, was kann man denn gerade kaufen? Ja, ganz genau. Oh, jetzt auf einmal nicht mehr. Ja, noch teurer, super. Das kann ich mir kaufen. Damit werden Kinderträume wahr. 12 Quadratmeter, 2 Räume. Möblierung, großartig. Das ist nicht euer Ernst, oder? Es sieht so aus, als ob der Vertrag... Okay, probier's mal, mein Sohn. Mal gucken, ob er es diesmal hinkriegt. Ja, 4 Sterne. Okay, bevorzugte Möblierung. Weil, ach, scheiße, ich habe die... Ich habe den Zusatz nicht gelesen. Okay, wir konnten den Vertrag... Ah, super, weniger Geld. Naja. Du fängst ja auch gerade erst an. Kaufen wir uns jetzt das Baumhaus? Komm, was soll's, wir kaufen uns das Baumhaus. Alter Schwede, Errungenschaft, Millionär, Another One und Kids Next Door. 3 Errungenschaften. Ach, noch eine, The Suburban Dream. Gibt's auch noch oben drauf. Gut. Renovierung. Okay, ich weiß nicht, warum da Ausrufezeichen sind. Kein Zugang. So. Wer kauft denn das? Ja, es gibt kein Schlafzimmer, es gibt kein Badezimmer. Scheiße, Alter. Scheiße, das hätte ich sogar lassen können. Kann man das irgendwie rückgängig machen? Nee, ne? Naja, special. Wer kommt... Warum hast du denn schon wieder keinen Zugang dazu? So, nochmal ein Schaukelstühlchen hingesetzt. Aber hier könnten wir auch hier hinsetzen. Und vielleicht noch so eine rote Kerze. Kann ich die auf das Ding setzen? Nee. Sonnenliege würde natürlich auch gehen. Muss aber von beiden Seiten aus erreichbar sein. Von daher geht das nicht. Setzen wir da mal eine Kerze hin. Ein Brunnen. Ja gut, ich könnte hier einen Baum raufsetzen, das sieht aber auch nicht aus. So, und dann kümmern wir uns mal hier drinne um die ganzen Sachen. Das wird alles verkauft, hier machen wir was, das könnten wir vielleicht sogar lassen.
stellen es mal kurz woanders hin. Das können wir alles verkaufen. Da machen wir nämlich jetzt eine richtige Wohnung draus. So, das können wir schon mal hier hinsetzen. So, da müssen wir eine Wand ziehen. Oh, das geht nicht, weil der Dingskasten noch im Weg ist. So, jetzt aber. Achso, ich muss erst bauen. Türchen rein. Dann Fußböden. Laminat. Und für die... Fürs Wohnzimmer sag ich schon. Für die... Na, wie heißt's denn? Fürs Bad. Ditte. So, was machen wir hier? So, außen... Ja, kann ruhig Holz bleiben, das ist okay. Eine Tür würde ich aber gerne bauen. Zack. Kann ich die vorne auch ersetzen? Nee, die bleibt gleich. Scheiße, das geht nicht. Außenwände kann ich nicht ändern. Warum kann ich denn die Tür nicht ersetzen? Ist doch scheiße. Naja. Wie viel Geld haben wir denn? 27.000. Naja, gut, da können wir uns ein bisschen was reinbasteln. Ja, das Fenster ist ein bisschen sinnfrei, aber naja. Ich hab's da nicht hingesetzt. Können wir hier noch einen Wäscheständer dazwischen? Ja, ist okay. Badezimmer? Achso, weil keine Toilette da ist. Ja, die bauen wir jetzt erst. Schlafzimmer kommt auch gleich. So. Jetzt können wir da noch reinsetzen. Jetzt wird es langsam schon eng, ne? Ein Waschbecken wäre ja immer noch so geil, aber... Kriegen wir hier ein Waschbecken hin? So eins nicht. Ja, müssen wir leider mit so einem 0815 Waschbecken vorlieb nehmen. Ja, logisch, hier das... Oh, jetzt geht dieser Kackspiegel da nicht hin. Ich könnte hier einen hinsetzen. So, dann gibt es noch ein bisschen Gemüse. Oh, diese Wanddinger, hier. So, schön, dass du wieder direkt im Gesicht hast, wenn du latrierst. Dekorative Kisten. Schade, dass man aufs Fensterbrett nichts legen kann. Können wir da unten in die Ecke noch setzen. Gut. So, hier muss ein Bett hin. Aber ein Einzelbett. Na, das passt da hervorragend. So, den Heizkörper bewegen wir nochmal woanders hin. Weil da würde ich gerne noch so einen kleinen Beistelltisch haben mit einer Lampe. Und einem Wecker. So, kann ich den jetzt auch noch drehen? Sehr gut. So gefällt mir das schon. Und vielleicht hier, ja, so eine kleine Landkarte. Übers Bettchen hier hangen. Gibt noch einen Teppich. Wo sieht man den Teppich nicht? Okay, Teppich geht nicht.
einen Kühlschrank. Der steht von der Wand weg. Was aber okay ist. Was okay ist. Kann ich die noch woanders hinsetzen? Scheiße, den kriege ich hier nicht hin, ne? Weil dann würde ich den... Würde ich mir hier hinten noch so eine kleine S-Ecke setzen. Deko können wir noch ruhig machen. Sind ja kleinere Bilder. Oh, das ist ein richtig großes. So, ein paar Bücher noch als Deko in die Ecke. Da würde ich auch gerne noch irgendwie eine Blume oder sowas raufsetzen. Was haben wir denn noch? Kann ich das Schiff auf den Kühlschrank setzen? Okay, das geht nicht. Schade. So, ein kleines Schiffchen. So, Blume ruf. Rubik's Würfel kann ich bestimmt auch noch in die Ecke stellen, oder? So. Ja, finde, das kann man anbieten. Wie gesagt, ich verstehe nicht, warum ich keine Dings setzen kann. Keine... Na, wie heißt's denn? Keine Teppiche? So. Ja, ist ein bisschen einsam vielleicht das Schachspiel, aber... naja. Passiert. Gut, verlassen. Ich bin gar nicht mal so unzufrieden damit. Tag der offenen Tür. Zeitung. Ich habe keine Ahnung, wer mir hier Geld dafür geben möchte. Also, beziehungsweise wer hier einziehen will. Wobei es ja von der Einrichtung ja sogar geht. Okay, der hasst es schon mal sehr gut. Wer bist du denn überhaupt? Gamer, Fastfood-Angestellter. Influencer, Nachtclub-Tänzerin. Oh, der ist sogar zufrieden damit. Krass. Okay, der hasst es. Keine Mietverhältnisse? Bitte hab keine Schulden. Okay, Schulden ist mir aber egal. Alter, der gibt mir sogar richtig Knete dafür. Akzeptiert er? Alter! Was für eine schöne Wohnung! Ich suche immer noch meine Aura nach dem Umzug... ich versuche immer noch meine Aura nach dem Umzug zu regenerieren. Aber ich bin sicher, dass sie stärker wird als je zuvor. Möge unsere Freundschaft für immer gedeihen. Namaste, Lee Jarvis. Sieht so aus, als ob der Vertrag in 60 Tagen aus. Genau, der bitte nicht. Adam Woodward, der fliegt raus. Adam Woodward fliegt raus. So, schön. Das sind doch mal Häuschen hier. Zwei Räume, Alter. 144 Quadratmeter. Scheiße. That's the dream, meine Freunde. That's the dream. Irgendwann. Ja, jetzt heißt es natürlich erstmal wieder Geld generieren. Business as usual, möchte ich mal sagen. Nein zu Hausmeister. Bisschen jung. Aber gut, das kann ich ja auch wieder offscreen machen. Dann generiere ich mal wieder ein bisschen Geld.
Und wir sehen uns dann in der morgigen Folge wieder, wenn wir, naja, ein bisschen was angespart haben. Und es dann wieder ein bisschen vorangehen kann. So, komm. Ich nehme sie jetzt einfach 16. Sie gibt aber nicht viel. Jetzt gibt es ein bisschen mehr. Ich habe auch nur einen 30-Tages-Vertrag gemacht mit dem Baumhaustypen, ne? Das war vielleicht nicht ganz so clever. Naja, egal. Gut, ciao, tschüss und bis morgen, meine Damen und Herren. Tschüss.